mein Kiez ist S36 und geht da los, meines Erachtens. Das stimmt natürlich nicht. Hinten am Engelbecken und geht dann so ganz, 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 ganz wirr durch. Und hier fängt mein Kiez ja wieder an. Oh, hier ist mein Kiez. Das ist die Ankerklause. Hier gibt es englisches Frühstück, Quark mit Obst und Bier. Hier auch überall Blödsinn, habe ich gern. Und auch wieder eine Jukebox. Was ich irre am Landmeierkanal, also der hat mich als Kind beeindruckt schon, weil ja Rosa Luxemburg darin gefunden wurde. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich den Landwehrkanal irgendwie sehe. Das ist auch so ein bisschen Luxus, hier durchzulaufen, weil ich bin wenig zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, arbeite ich eben sehr viel. Und ja, und hier so durchzuschlendern ist schon ganz toll. Vor allem abends ist es luxuriös. Stopp! Und hier kommt das Verderben. Modern Graphics ist ein super Comicladen, aber der hat auch also eben Bücher. Und also einfach ein bisschen anders und auch so Deko-Zeugs. One day in the park, I had quite a surprise. I met a girl who had many eyes. It's great to know a girl who has so many eyes that you really get wet when she breaks down and cries. So was schreibt Tim Burton zum Beispiel. Noch ganz kurz da drüben vorbei, weil ich das einfach ganz toll finde. Ich stehe so auf so, so 50er Jahre, wobei das gibt es auch in den 20ern schon, die Farben, also von so Kacheln und so. Da gibt es ein Haus, das ist so Kacheln. Ich mag so Miniaturwelten. Aber sie haben es erneuert. Der war eigentlich so ganz ranzig, der Kitsch. Jetzt ist es echt so schick. Das Fell ist ganz neu. Das war eigentlich so ganz odd, so rotes Plüsch. Boah. Ich habe eine besondere Affinität zu Kitsch, glaube ich. Das ist eine Kneipe, die heißt Rote Rose. Die hat ein Aquarium und Schneewittchen und die sieben Zwerge. Lebender Kitsch finde ich auch sehr schön. Da bin ich ja auch gar nicht tierpflegermäßig unterwegs. Da bin ich ja so, ist schick. Ich habe mich immer früher geweigert, nach Kreuzberg zu gehen, weil ich dachte so, das ist ja auch auf seine Art und Weise elitär irgendwie. Also es hat eine bestimmte Rotzigkeit und so, die geht mir teilweise auf Keks. Also ich bin dann doch sehr altmodisch und sehr preußisch und habe es gerne, wenn es auch mal höflich zugeht und man sich guten Tag sagt im Hausflur. Und wenn ein Kind nicht grüßt, dann werde ich stinken. Dann geht es einen leichten Schlag auf den Hinterkopf und dann geht's wieder. Hier! 3. bis 6. Juni im Admiralspalast. Ja, es gibt noch viel zu tun. Wir sind jetzt hier am Maiernplatz. Das ist der Maiernplatz, also das hier ist die Maiernstraße. Und das kennt man ja aus dem schönen Tonstein-Scherben-Song. Der Maiernplatz war blau, also die Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Das ist der Maiernplatz. Übrigens haben sie diesen Platz, das finde ich sehr schön, haben sie diesen Platz renoviert vor vielen Jahren mittlerweile. Ich weiß nicht, 15 Jahre oder so ist das her, oder 20. Und die haben den alles in rosa und lila, das sieht man ja jetzt noch, das ist mir jetzt schon sehr angegraut. Aber als das frisch war, war das erste Graffiti, was kam, war da drüben und da hat einer nur Oink dran geschrieben. Das finde ich auch sehr Kreuzberg. Der Blick auf den Maiernplatz und das Betanien. Ganz tolles Haus für musizierende Kinder, für Künstler, für alte Leute, für Begegnungen und alles Mögliche. Ich möchte bitte, dass das in Kreuzberger Hand bleibt und in der Hand der Leute hier und nicht verkauft wird oder irgendein Blödsinn. Da oben im 3. Stock in dem gelben Haus, der Balkon da. Wir hatten dann nämlich 3 Balkone in dieser Wohnung da oben und da ist auch meine Tochter geboren. Lulu ist eine gebürtige SU36erin, das ist ja selten. Weil das Obernkrankenhaus steht in 61, womit wir wieder den Unterschied haben, den Feind. Aber Lulu ist 36, ja. Und das kann man nur sein, wenn man aus Versehen herausgefunden wurde. Das ist echt Kiezdenken, das ist echt richtig piffig. Und mit mir, oh Gott.
Du suchst einen Mann. Na, siehst du? Ich suche einen Mann. Ja. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Ha! Hallo Stern. Hallo, sag mal, bist du da? Okay, dann kommen wir jetzt. Wow, du bist angezogen. Boah, er ist angezogen. Wir gehen nicht hin, er ist angezogen. Scheiße. Und das Schöne an Tolinkenufer sind die Trauerweiden. Da ist der Anker. Und da ist der Himmel über Berlin. Hier zum Beispiel gab es drüben am Tolinkenufer früher das Exil. Und da saß ich mal mit 12 unterm Tisch, heimlich geraucht. An einem Nebentisch saß Robert De Niro und Scorsese. Und ich habe ihm wohl auch Hallo gesagt und Otto hat mal wieder gesagt, ein ganz toller Regisseur, ein ganz toller Schauspieler, das hat er immer gesagt. Dann hat mir Robert De Niro einen Handkuss gegeben. Ich wusste nicht, wer er ist. Warum glaubst du, braucht der Berliner seinen Kiez? Der hatte ja früher eine Mauer. Und es ist ja schön, dass endlich diese Menschen sich Hallo sagen können und begegnen und austauschen kann und dass diese Mauer nicht mehr ist. Und man kann jetzt auch ins Umland, das macht der Berliner ja seit neuestem. Geht ja ins Umland, so auch ich. Aber ich glaube, er ist einfach gewohnt, zumindest der Westberliner ganz extrem, eine Mauer um sich zu haben. Also der Ostdeutsche an sich ist ja eine Mauer gewohnt, aber der Berliner ist doch der Westberliner sehr. Das war ja ein Dorf hier früher. Hat immer so getan, als wäre es die Welt und war ein Dorf. Und ich glaube, das hat er gern.